Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Und bevor wir es vergessen, auch wenn wir jetzt zuerst mit der Calcio A-Mannschaft spielen, wir holen uns erstmal Goretzka für die Bundesliga. Er wird immer noch ziemlich teuer sein für den 82er, aber egal. Wir gucken, was er kostet. Ich will ihn eigentlich mit Shadow haben als CDM, wenn es geht. Der ist wieder auf 20.000 hoch. Da war mal bei, ich glaube, 15 oder so. Ach du Scheiße! What? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt trotzdem, auch wenn er jetzt immer noch, also auch wenn er jetzt so verdammt teuer ist, einfach weil ich denke, das lohnt sich bei ihm. Oh Gott, nee! Was sind der so teuer? Okay, 18.250 ist das billigste mit Basic, mit zwei Verträgen. Wir brauchen ihn aber eigentlich als mit Shadow und ZDM. Gucken mal. Und Shadow gibt sich auf dem Transfermarkt, deswegen, und ich habe gerade keinen Shadow, deswegen wäre es geil, wenn ich gleich einen bekomme. Okay, das ist auf jeden Fall das Billigste, weil der kostet gerade mal 20.250 als ZDM mit 16 Verträgen plus Shadow. 20.250, hier kostet er 20.000. Oder ist der sogar noch besser und hat volle Fitness? Ja, dann nehmen wir den jetzt einfach, egal. Das ist ja heftig, ey, dass der immer noch so teuer ist, aber egal. 4 Sterne auf den Schwachen. Ja, kann halt alles ganz gut, ne? Schusskraft, Fernschüsse, kurzer Pass, langer Pass, Übersicht, Flanken, guckt euch an. Also die Werte sind halt alle grün, 86 Ausdauer, nur halt keine krasse Stärke. Das hätte gedacht, er hätte eine bessere Körperstärke. Aber okay. Aber mit dem Champions League Style Shadow müsste eigentlich mega abgehen. Ich bin sehr gespannt. Das sollte auf jeden Fall besser als Scream Bender sein. Ah, hier haben wir 200 Coins bekommen und ein Bonusset Silber. Das ist doch ganz gut. Ein Spieler und der Rest ist, ja genau. Sogar ein Bundesligaspieler. Höfler. Oh, da könnte was wert sein. Bundesliga wird gerade gebraucht. 450, ja, das ist doch nicht schlecht. Stellen wir ihn rein für 400. Fällt mir ein, ich kann mal gucken, wie es mit meinen... Ja, die kommen alle in den Verein. Wie es mit meinen Transfers aussieht, die kann ich mal neu draufstellen. So. Ja, wir packen ihn direkt mal rein, sonst vergesse ich es vielleicht noch. Mal gucken, was Bender jetzt wert ist. Wir haben für 26,75 gekauft. Also so um die 30.000. Ja, wird man ganz, ganz knapp Gewinn machen. Aber ich denke, wenn wir bis zum nächsten Vollmond warten, dann wird mir noch mehr Gewinn machen. Aber da werde ich ihn wahrscheinlich erstmal spielen. Also wenn ich jetzt keine Not am Mann habe, will ich ihn eigentlich nicht verkaufen. Ich würde ihn verkaufen, sobald er eine Inform bekommt, weil dann logischerweise der Wert sinkt, dann will ihn ja keiner mehr haben. Oder wenn ich halt die Kohle brauche. Boah, 375 Spiele wurden vorher gemacht mit ihm, krass. Er hat 4 Sterne auf den Schwachen. Rechtsfuß 3 Sterne, dann machen wir das so rum. Freue mich schon darauf, Goretzka zu testen, weil er ging ja wirklich erstens gut ab in FIFA 17 und zweitens ist er halt sehr beliebt in FIFA 18, also sollte er ziemlich geil sein. Dann mal los, es wird Zeit, wir müssen 2 Spiele noch gewinnen für Gold 2 und das würde ich schon gern schaffen. Also am besten jetzt einfach in dieser Aufnahme beide Spiele gewinnen und dann sind wir Gold 2. Jesus und Martial im Sturm. Und ich denke mal, der wird die Formation nicht umstellen. Es ist ja schon ein 4-1-2-1-2, aber es ist das breite 4-1-2-1-2. Die meisten finden ja das enge. So,
So, Mertens, ich bin gespannt, ob du wieder Bock hast zu zeigen, was für ein crazy krasser Spieler du bist. Ja, leider kein Stellungsfehler. Also ich glaube jetzt schon nach den ersten paar Sekunden, dass der Gegner gut spielt und es schwierig wird. Ach, schon wenn ich den Aufbau sehe, das ist ja also ganz langsam und vorsichtig, das wird schwer. Er wird keine großen Fehler machen, denke ich. Ja, mal ein bisschen Glück, dass Koulibaly so gut mitspielt. Und das war ein dummer, flacher Pass. Eine Grätsche mit Khedira, dann kommt nämlich der Fehlpass. War ein guter Schuss, ein Tick tiefer, da ist drin. War der abgefälscht? Das war. Hä? War der abgefälschter Schuss? Der war doch einfach nur gerade ausgeschossen oder hat es gerade getäuscht in der Kameraperspektive? Also vom Gefühl her würde ich sagen, den hat er einfach nur gerade ausgeschossen. So in die Mitte des Tores, so sah es zumindest aus. Ich bin gespannt auf die Wiederholung, ob man das da sieht. Warum hat er denn jetzt doch Pause gedrückt? Ach, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir doch im engen 4-1-2-1-2. Das war doch. Vorher war das doch ein breites 4-1-2-1-2, oder? Hä, der hatte doch gar keine Pause zwischen. Habe ich das gar nicht. Oder hat das jetzt innerhalb. Gut, es kann natürlich sein, dass das so schnell ist, dass es innerhalb der ersten paar Sekunden schon geschafft hat. Umzustellen auf das Enge. Aber komisch, dass er sich erst jetzt überlegt hat. Aber vielleicht stellt er ja nur aufs Enge um, wenn er merkt, es läuft nicht so gut. Und vielleicht war das jetzt schon für ihn aussagekräftig genug, keine Ahnung. Ach, der war, glaube ich, abgefälscht. Und er geht komplett ins Eck. Das sah komplett merkwürdig aus aus der Perspektive. Ich glaube, der war abgefälscht. Kann aber auch sein, dass er einfach nur verdeckt geschossen war und es deswegen so komisch aussah. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn er nicht abgefälscht war, dann war es ein krasses Tor von Mertens. Sehr gut. Schöner Fehlpass. War noch ein Fuß dazwischen. Hat trotzdem gut gespielt von uns. Fällt mir ein, das ist gerade scheiße. Den Ball hat man eigentlich schon, auch geil. Macht er gut. Danke, Donnarumma. Dann hat der Gegner wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Stellungsfehler. Schade. Hätte ich wahrscheinlich abbrechen sollen.
War das nicht die beste Situation für einen Abschluss? Oh fuck, er läuft tatsächlich zu. Das ist selten der Fall, aber das ist nicht ganz so schlimm. Weil eine hohe Flanke, dann muss er erstmal das Kopfballduell gewinnen, dann muss er irgendwo ankommen dabei. Also das ist nicht ganz so tragisch. Aber krass, dass er das zuläuft, weil macht eigentlich niemand. Schade, war riskant. Hätte vielleicht einfach weiter durchziehen sollen. Scheiße. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Scheiße. Boah, ey, ist so anstrengend gegen den zu spielen. Muss mich so krass konzentrieren. Tut richtig die Augen weh vor Anstrengung. Oh, egal, wir führen. Wenn ich dran denke, muss ich mir das Tor nochmal anschauen von Mertens nach dem Spiel. Hat mich interessiert, ob das abgefälscht war. Oder ob er den einfach so genial geschossen hat. Und er halt verdeckt war. Oh, wow, 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 wow. Also, das ist ja auf jeden Fall gelb. Wie er den da wegrätscht, krass. Na also. Also irgendwie habe ich eigentlich keinen Bock mehr reinzuflanken. Die Flanken kamen immer so scheiße. Es kam keine einzige geil. Also zumindest, das ist schon lange her, aber ich mach's trotzdem. Okay, die war ganz okay, die Flanke. Benatia, wer sonst? Also der gefällt mir auch immer besser. Och, wenn er den Tick straffer spielt. Schade, schlechte Schusstäuschung. Gutes Zeichen, dass er von da schießt, weil das heißt, er kommt nicht gut durch.
Haben wir Glück. Ist auch wieder ein Foul. Schöner Schuss. Schöner Schuss. Das haben wir gut gemacht und das hat er perfekt antizipiert. Das war, glaube ich, ein Elfmeter. Wir haben Glück, dass es keinen gibt. Das hat er auf jeden Fall perfekt antizipiert gerade. Ich sage, der Gegner ist wirklich stark. Also wenn wir gegen den gewinnen, dann Heide Röslein. Beschissener Laufpass wieder, statt normal zu passen, wie ich das will. Mann. Da hat er Glück. Habe auch direkt auf Passen gedrückt mit Khedira, konnte ich nichts anderes machen. Ich wollte eigentlich die Spieler wechseln, aber jetzt würde ich sie nur noch wechseln, wenn der Gegner ausgleicht, weil jetzt ist ja nicht mehr wirklich viel Zeit. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, alles okay. Schade. Ja, jetzt wechsle ich nicht mehr, mache ich dann nur, wenn er jetzt ausgleichen sollte. Ich würde mal noch einen normalen... Erstmal auf sehr defensiv und damit noch eine normale Ecke probieren. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass er das schafft, den abzufangen. Schön gemacht von und mit Gulam. Das macht er leider gut. Gar nicht mal so einfach gegen ihn, dieses Zeitspiel. Jetzt freue ich mich natürlich wieder, dass es nur 2 Minuten sind. Schade. Ah, es müsste gewesen sein, ja. Krass, dass wir gegen so einen Spieler 1-0 gewinnen, ist Hammer. Da freue ich mich auf jeden Fall. Und jetzt können wir Goretzka ausprobieren. Wenn wir, wie gesagt, das Spiel gewinnen, dann haben wir unseren Gold 2 erreicht. Tore Mertens. Ich muss sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich komme wirklich immer besser mit Mertens zurecht, weil ich jetzt einfach besser weiß, wie ich ihn zu handeln habe. Auch denke ich, besser sein Dribbling einsetzen kann. Wenn ich mir überlege, dass es noch eine Inform und sogar schon eine Second Inform gibt, ich will gar nicht wissen, wie die sich dann spielen lassen.
vor allem, die haben dann ja logischerweise ein bisschen mehr Körper. Oder vielleicht kann man dann auch einfach einen Chemistry-Style wie Finisher geben, wenn die Second Inform die anderen Werte schon massiv massiv verbessert sind, dann könnte man ihm vielleicht auch also ich will jetzt einfach mal spaßeshalber gucken, was denn so jetzt sein Stärkewert ist bei 42. Sagen wir mal, dass er als Second Inform einen Stärkewert von 50 hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich sage jetzt einfach mal, er hat einen Stärkewert von 15, von 50. Wenn man ihn Finisher gibt, bekommt er einen Stärkeboost von 15. Das heißt, er hätte dann 65. Das ist jetzt zwar immer noch scheiße wenig, aber im Vergleich zu 42 halt schon deutlich besser und es könnte dann ziemlich interessant sein. Aber es ist nur Spekulation. Ich weiß nicht, ob ich, also klar werde ich irgendwann mal das Geld haben, mir auch einen Second Inform Mertens zu leisten. Ich hatte in FIFA 17 dann irgendwann Spieler, die fast 500.000 wert waren, von daher ein bisschen Kohle mache ich mir schon, aber naja, es wird jetzt erstmal in nächster Zeit nicht passieren, schauen wir mal. So, Werner, geben wir einen Vertrag, ich werde erstmal die kleinen Verträge aufbrauchen. Es ist immer noch 35, oder was? Ah. Okay. Gut, Goretzka ist dran. Ich bin gespannt, wie das sich spielen lässt, aber ich gehe mal davon aus, er ist ein Biest und würde jetzt zum Sieg führen. Woo! Goretzka, Goretzka, Goretzka. Oder so ähnlich. Falls wir überhaupt einen Gegner finden sollten. Na komm. Sorry. Come on, was ist denn jetzt los? Hä, es kann nicht sein, dass wir jetzt keinen Gegner mehr finden. Das geht doch sonst immer innerhalb von Sekunden. Ich zähle mal von 3 runter, wenn wir dann keinen haben, dann gehe ich nochmal raus. Okay. Das war echt das Längste, was ich bisher warten musste bei FIFA 18. Jetzt bekommen wir entweder einen super schlechten oder einen super guten Gegner. Ich werde ich mit euch. Dieser 68er Stürmer von ist auf Garantie nur, damit er volle Chemie mit Reus bekommt. Der rechte Stürmer ist definitiv, hat keine volle Chemie und er wird jetzt direkt, ja, es war so klar, wird jetzt direkt wechseln. Vielleicht auch die Formation wird er auf 4-1-2-1-2 umstellen und er wird den Parker von auswechseln. Der Gegner ist jetzt entweder super gut oder super schlecht, da bin ich mir recht sicher. Nachdem wir so lange gewartet haben, das ist meistens so. Er hat zumindest ein super gutes Team. Lackertor, er bekommt den Ball nochmal, sonst hätte er nicht schießen können. Naja, das weiß ich noch nicht, ob er super gut oder schlecht ist. Er ist auf jeden Fall super lucky. Aber es ist nur ein 1-0, das können wir natürlich easy drehen. Schade, zu optimistisch der Pass. Das war, glaube ich, Goretzka mit der ersten Grätsche, die hat auch super funktioniert. Aber leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Gehabt. Nein! Ich hab doch zweimal auf Schießen gedrückt, damit er den flach schießt. Fuck! Das muss das 1-1 sein, logischerweise. Zweimal habe ich auf Schießen gedrückt, damit er den Flash schießt. Er macht ihn trotzdem hoch und schießt ihn drüber. Fuck. Ach, geh doch hin, Werner.
Aber egal, es war eine gute Chance. Das heißt, sind ja nicht komplett chancenlos. Scheiße, das haben wir nicht gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das haben wir gut gemacht mit Goretzka. Das haben wir nicht gut gemacht. Scheiße. Oh, es ist auch kein Foul. Ja, das reicht, mir. Och, das war bis uncool von Goretzka. Aber so gut ist der Gegner gar nicht. Es ist nicht super schlecht, aber es ist auch nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Schade halt, dass er dieses Lackerzug kriegt und wir halt mit Werner das Ding drüber schießen. Fährmann, hör doch mal auf, jeden Ball zu halten. Goretzka, also gefällt mir wirklich sehr gut Goretzka jetzt schon. Macht einen super soliden Eindruck. Noch ein bisschen Glück. Ich habe gesagt, Oranges dreht sich erst, bevor er den Pass spielt, macht er leider nicht. Schade, aber wir haben auf jeden Fall Chancen zu gewinnen, würde ich sogar sagen. Wir hatten die besseren Chancen als der Gegner. Nur, dass er halt sein Lackerding reinmacht, will er dann nicht.
Ach Mann! So schön rausgegrätscht. Geiler Schuss, richtig geiler Schuss, schade. Macht halt leider keine wirklichen Stellungsfehler. Schade. Och, Freunde! Goretzka hat Brom ist quasi den Ball abgelaufen, nicht schlecht. Ach, das war dumm von mir. War es leider zu eng. Ich glaube, ich wechsle sogar mal aufs 4-1-2-1-2, weil wir einfach nicht genügend Torschancen uns rausspielen. Krieg einfach niemanden von denen in den Lauf. Unmöglich. Sind immer gedeckt. Jetzt mal. Wieder das Problem, das keine Pause ist, ich kann nicht wechseln, ich kann nicht das machen, was ich will, ist abseits. Endlich. Jetzt gehen wir mal ins 4-1-2-1 rein. Wir müssen wenigstens noch den Ausgleich schießen. Ich will nicht schon wieder unverdient verlieren, verdammt.
Schwacher Pass, aber wir haben Glück. Oh, ey, der schafft es jedes Mal, diesen scheiß Ball da rauszuholen. Es scheint auf Zeit zu gehen. Es klappt aber auch gerade nichts mehr. Es ist trotzdem nicht verdient, auch wenn ich jetzt nicht wirklich mehr viel gemacht habe. Trotzdem kein verdienter Sieg, aber egal. Ist dann halt so, leider. Logischerweise wollte ich nicht mit Ginter grätschen, macht gar keinen Sinn, da zu grätschen. Leider verloren, zum Kotzen, kann man nichts machen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis.